the lawnmower. Yo, was geht ab, Leute? Euer Flopsadesi und zweite mit einem neuen Glitch. Ich zeige euch heute, wie ihr richtig cool wieder Autos duplizieren könnt. Und das noch sau easy. Okay, am Anfang wird es euch vielleicht sehr kompliziert vorkommen, aber wenn ihr es dann gecheckt habt, wie das Ganze funktioniert, ist es richtig easy. So, was ihr dazu benötigt ist, ihr braucht zwei Garagen in einem Apartment. Das heißt, zwei Häuser in einem Haus, zum Beispiel hier in Eclipse Tower bei mir. Ich habe hier zwei Garagen, einmal die Nummer 31 und Nummer 40. Und dann braucht ihr noch einen Kumpel, bei mir in dem Fall ist es der Snake, auf jeden Fall noch ein Danke an ihn. So, in der obersten Garage befinden sich halt irgendwelche random Autos und das Auto, was wir duplizieren möchten, Leute. Das ist sehr wichtig, das müsst ihr euch merken. Also in der obersten Garage, in der Auswahl, muss sich das Auto befinden, was ihr duplizieren möchtet. So, und beide Garagen müssen voll sein. In der untersten Garage befinden sich in meinem Fall nur rostige Rebels, weil ich die ja ersetzen will durch Pantos. So, das werden wir nochmal kurz sehen. Hier überall rostige Rebels in Rot. Wie gesagt, in der oberen Garage ist egal, was ihr drin habt. Hauptsache das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt. Und in der unteren Garage zum Beispiel voll rostige Rebels. Ihr könnt auch Allergies nehmen oder. Nun braucht ihr einen Raubüberfall. Ich würde euch empfehlen, nehmt den ersten Raubüberfall, weil man den zu zweit machen kann. Beendet einfach den jetzigen Raubüberfall oder wie ihr es regeln möchtet. Ist euch überlassen. Könnt das dann auch mit mehreren Leuten machen, aber ich würde euch wirklich empfehlen, macht das mit dem ersten Banküberfall. So, und zwar ist es dieser Flaencia Banküberfall, den kann man zu zweit machen und da braucht ihr die Einführung, das heißt die erste Mission, also da darf noch nichts gespielt sein. So, ich warte jetzt noch, bis mein Kumpel kommt. So, der Snake ist auch schon da. Wir laufen jetzt beide in diesen Raum, damit wir sofort in den Job starten, damit keine Randoms reinkommen. So, hier einmal die Rechtstaste. Nun stellt ihr den Job auf schwer ein, weil ihr müsst Selbstmord machen. Ansonsten müsste man zweimal Selbstmord machen und das ist übelst Zeitverschwendung. So, habt ihr den Job auf schwer gestellt, einfach starten. Also nochmal den Raubüberfall, Flezer, Überfall, Planung. So, dann startet der ganze Job. Und bei dem Job ist, Leute, gar nichts wichtig. Ist egal, wie ihr euch anzieht, alles drum und dran. Ihr müsst einfach nur auf bereit drücken. So. Ich warte jetzt noch, bis mein Kumpel bereit gedrückt hat. So, bumm, bereit. Gut. Wenn ihr jetzt spawnt, Leute, ihr dürft nicht in das blaue Fahrzeug einsteigen, wo Lester wartet. Sobald ihr da einsteigt, könnt ihr nichts mehr machen. So, euer Kumpel muss jetzt im Moment noch nicht so viel machen, deswegen ist wurscht. Das ist jetzt das Auto von Snake, das habe ich übersehen, dass das Snake sein Auto war, weil mein sieht genauso witzig aus und genauso gleiche Farbe. So, was ihr jetzt aber tun müsst, ist, ihr müsst euren Panto holen. Entweder geht ihr jetzt in die Garage und holt den Panto raus, oder in meinem Fall könnte ich einfach das für mein persönliches Fahrzeug anfordern. So, nun kommt der Panto aus der oberen Garage hier angeliefert. Das heißt, der Panto, der jetzt gekommen ist, ist der Panto, der wo von der oberen Garage abstammt, mit den gelben Rebels. So, da steigt ihr einfach mal ein. Und nun müsst ihr was Spezielles machen. Ihr fahrt jetzt in die Garage rein, wo die roten Rebels waren, also in die untere Garage. So, oben waren die Pantos, ich fahre in die untere, da kommt die Meldung, Garage ist voll. Ihr drückt einmal X zum Bestätigen. So, nun ersetzt ihr irgendeinen Rebel eurer Wahl. Das ist vollkommen egal. Ich habe das jetzt ersetzt. Und nun macht euer Kumpel draußen Selbstmord mit Haftbombe am besten. So, der Snake hat jetzt auch schon Selbstmord gemacht. Nun startet der Job. Also, nun wird der Job beendet. Und jetzt drückt ihr R2 auf der PS4 und startet den Job neu. Einfach schnell Start machen. So. Nun warten wir, bis wir wieder in den Online-Modus kommen. Sobald das geschehen ist, drückt ihr wieder das Interaktionsmenü auf und geht auf persönliches Fahrzeug anfordern.
Ja, Leute, ich weiß, die ganze Sache hört sich echt kompliziert an, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, sollte man das eigentlich locker schaffen können. Falls ihr nicht drauf klarkommt oder es irgendwie nicht hinbekommen habt, schaut euch bitte das Video ganz genau an und hört ganz genau zu. Weil im Endeffekt, manchmal passieren Fehler, ich weiß, aber wenn man richtig gut zuhört und sich alles merkt, dann funktioniert alles reibungslos. Ich würde immer empfehlen, während ihr den Glitch macht, lasst einfach das Video nebenbei laufen, dann hört ihr immer, was Sache ist. So, nun nimmt ihr dann den angeforderten Panto und fahrt ihn dann wieder dahin, dass die Option kommt, in welche Garage ihr den fahren möchtet. Nun fahrt ihr diesen dann in die Garage, also in die Originalgarage so gesehen, also in Apartment 40 bei mir, in die Garage mit den gelben Rebels. Nun steigt ihr da draußen wieder aus. So, also wie gesagt, Leute, diesen Panto müsst ihr in die untere Garage fahren. Nun macht euer Kumpel wieder Selbstmord und ihr startet den Job neu. So, hier unten wieder angekommen, Leute. Öffnet ihr das Interaktionsmenü. Ab diesem Zeitpunkt muss euer Kumpel nichts mehr machen. Deswegen soll er sich so positionieren, dass er am besten nicht aus der Lobby fliegt. Ihr fordert wieder euer Fahrzeug an und wartet, bis es wieder geliefert wird. Warum sich jetzt hier in meinem Fall der Snake die ganze Zeit dreht? Weil wir möchten nicht, dass er aus der Lobby fliegt, weil wir während dem Glitchen nicht also unterbrochen werden wollen. So, ihr habt jetzt den Panto wieder angefordert. Nun fährt ihr ihn in die obere Garage, also in die Garage mit den roten Rebels. Und ersetzt ein Rebel. Dann kommt ihr wieder raus, drückt wieder das Interaktionsmenü auf und geht wieder auf Fahrzeug anfordern. Und das dann die ganze Zeit, bis ihr eure Garage komplett voll habt, Leute. Ach ja, und falls mal während der ganzen Glitcherei irgendein Fehler auftreten sollte, ist egal was, beendet einfach den Banküberfall komplett, sodass ihr in eine öffentliche Lobby kommt und startet das Ganze neu. Weil es gibt immer wieder Stress, also da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. So, ihr kommt halt jetzt wieder raus, geht wieder auf persönliches Fahrzeug anfordern und fahrt es dann wieder in die Garage. Ich werde auf jeden Fall jetzt einen Schnelldurchlauf hier noch, also durchlaufen lassen, und ich würde mich eigentlich jetzt verabschieden und würde mich wirklich freuen, falls euch das Video gefallen hat und hilfreich war, weil das ist ja der Money Glitch wieder seit dem letzten Patch für die PS4. Lange hat kein Glitch mehr funktioniert und ich würde mich wirklich freuen, dass ihr mit einem Daumen nach oben die ganze Arbeit bewertet. Das würde mich wirklich freuen, und falls ihr neu auf meinem Channel seid, auf jeden Fall noch ein Abo da lassen. Also dann, Leute, haut rein, euer FrapsHD. Ciao. Thank you.